Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. In diesem Video möchten wir mal über das Thema der Motivation und des Mindsets reden. Zu diesem Thema haben mich viele Nachrichten erreicht. Ich werde auch später im Anschluss des Videos ein paar Fragen beantworten, welche euch dann brennend interessiert haben. Und als allererstes sprechen wir mal über das Thema des Mindsets. Denn das Mindset ist tatsächlich in den letzten Jahren sehr in Verruf geraten. Man hört immer, man braucht ein starkes Mindset, um Entrepreneur zu werden, um Unternehmer zu werden, um traden zu können. Man muss diesen Kurs besuchen, dieses Buch lesen oder sonst was. Und ich kann eins dazu sagen. Es ist zwar gut, sich solche Lektüre anzusehen oder auf coole Seminare zu gehen von großartigen Speakern, aber am Ende wird das eigene Mindset doch nur durch die Ereignisse, durch die eigene Wahrnehmung des Lebens gebildet. Also die Entscheidungen, die wir treffen und die darauf folgenden Resultate über die Jahre, über die Monate, über die nächsten Monate, passieren immer wieder Dinge, die einen selber formen. Und ich denke, das Mindset, das kann man definitiv nicht von heute auf morgen einfach umprogrammieren, sondern das ist einfach der Verlauf des Lebens. Mit den Ereignissen, mit den Handlungen, mit den Konsequenzen, mit denen man rechnen muss, bildet sich auch das Mindset. Jede Entscheidung, die wir letzten Endes treffen, verursacht natürlich auch gewisse Ereignisse. Und die Wirkungen von diesen Entscheidungen letzten Endes haben großen Einfluss auf unser Mindset. Dadurch bilden wir uns weiter, dadurch entwickeln wir uns weiter. Und wie auch die Reife mit der Zeit kommt, mit dem Alter kommt, so kommt natürlich auch das Mindset durch viele dieser Handlungen. Man kann das natürlich beschleunigen, indem man einfach ins kalte Wasser springt, tut, Handlungen vornimmt und damit sich dann konfrontieren lässt mit den dementsprechenden Ergebnissen. Dadurch bildet sich natürlich auch Mindset und gerade im Trading ist Mindset wichtig. Ich mag nur das Wort Mindset nicht, aufgrund dessen, dass es schon so ein Schwachmatenwort geworden ist, meiner Meinung nach. Ich benutze eher das Wort der Persönlichkeit. So wie es Persönlichkeitsschwächen gibt, Mindset-Fehler, Mindset-Schwächen, gibt es für mich eher die Persönlichkeitsschwächen. Also sprich, ich rede immer von der eigenen menschlichen Persönlichkeit und dessen Lücken, dessen Schwierigkeiten. Im Trading ist die Persönlichkeit entscheidend. Und gerade im Trading, gerade bei den Einsteigern, ist das Thema des Mindsets sehr, sehr schwierig, weil da einfach noch der Bezug zu fehlt. Jemand, der bereits ein eigenes Business aufgebaut hat oder mal ein Wagnis finanziert hat, bereits in irgendwelchen Unternehmen investiert hat, der hat einen ganz anderen Bezug dazu, weil der vielleicht auch schon mal auf die Mütze gefallen ist, ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat oder ein bisschen mehr, vielleicht einen Unternehmer versenkt hat, Selbstständigkeit mal nicht erfolgreich angegangen ist und dann dementsprechend auch leider auf die Mütze gefallen ist und daraus lernen konnte, wie als jetzt beispielsweise ein Arbeitnehmer, der sein Leben lang gearbeitet hat oder jemand, der frisch aus dem Studium kommt, die haben diese Erfahrungswerte leider noch nicht gemacht. Und dort kommt dann meistens das Erwachen dann im Trading, wo man dann wirklich mal eine längere Phase auf die Mütze bekommt oder Lehrgeld bezahlt oder sehr viel Geld verliert, es verzockt. Dann kommt der Realitätscheck und dort realisiert man dann, dass tatsächlich sehr, sehr vieles neben dem Technischen auch mit der Persönlichkeit zu tun hat. Denn was passiert, wenn ich Verluste mache? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Gewinnen um? Die Reaktion von vielen bei Gewinnen ist, dass man das bejubelt, dass man sich freut, dass man natürlich viel Euphorie dementsprechend ausstrahlt. Und bei Verlusten hingegen wird das Ganze abgelehnt. Man möchte keine Verluste machen. Man verwirft einfach das Learning aus diesen Verlusten, man geht da gar nicht erst drauf an, man schreibt seine Verlusttrades einfach so ab und lässt diese längst liegen. Wobei die Verluste oder die Fehler, die wir machen, doch eigentlich das sind, was unser Mindset am meisten bilden kann. Denn dadurch, aus diesen Fehlern, die wir tun, können wir lernen. Gewinntrades sind auch gut, aber Fakt ist auch, überlegt doch mal, wie ihr euch freut bei Gewinntrades und wie eure Emotionen sind bei Verlusttrades. Fakt ist, dass wir uns niemals so stark bei Gewinntrades freuen könnten, wie wir uns bei Verlusttrades aufregen oder wie deprimiert wir bei Verlusttrades sind. Denn die emotionale Stärke bei Verlusttrades wird immer höher sein als bei Gewinnen. Und das ist das große Problem. Und dort muss ein Gleichgewicht hergestellt werden. Und vor allem muss man lernen, mit Verlusten umzugehen, aber auch mit Gewinn umzugehen. Man braucht sich nicht großartig bejubeln oder sich freuen. Man muss neutral damit umgehen können, genauso auch mit Verlusten. Verluste sind Teil des Geschäfts und der richtige Umgang mit dem ist unabdingbar. Und da kommen wir auch schon zur Frage,
Wie gehe ich mit Verlusten um? Oder beziehungsweise, wie habe ich es gelernt, mit Verlusten umzugehen? Wie habe ich mein Mindset aufbauen können, in diesem Bezug auf Verluste und Gewinne? Verluste tun weh. Und tatsächlich war das so, dass ich mit den Monaten, mit den Jahren einfach immer weiter abgestumpft bin. Das bedeutet, im Endeffekt nimmt man Verluste fast schon egal in welcher Höhe. Klar, wenn man die Hälfte des Kontos jetzt schrotten würde, das wäre natürlich absolut blöd und das würde man nicht gut finden. Aber dafür hat man ja über die letzten Monate gelernt, wie man sich Pläne aufsetzt, wie man sein Risiko managt. Und selbst wenn es mal ein schlechter Tag ist, wo man seine Risikoparameter erreicht hat, wo man dann dementsprechend auch Schluss machen muss, dann weiß man einfach, dass es Teil des Geschäfts ist. Und wichtig hierfür ist ein Regelwerk. Man muss lernen, mit seinem Kapital sorgfältig umzugehen. Man darf nicht alles auf eine Karte setzen. Man muss jedes Mal, bevor man eine Entscheidung trifft, wissen, worauf lasse ich mich ein? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und wenn man sich nicht selber bremsen kann, wenn man sich nicht selber stoppen kann, wenn man nicht diszipliniert genug ist, im richtigen Moment aufzuhören, dann ist man einfach selber dafür verantwortlich, was schlussendlich passiert. Denn an der Börse kann man alles verlieren, wenn man zockt. Ich bestreite nicht, dass wir Trader keine Zocker sind. Jeder Trader, jeder Börsenhändler ist ein Zocker. Wir brauchen die Affinität zum Spielen. Jemand, der keine Affinität zum Gewinn hat, hat an der Börse nichts verloren. Es ist so. Man möchte gewinnen. Man geht an die Börse, um zu gewinnen. Man geht an die Börse, um Geld zu verdienen. Und leider ist es an der Börse so, dass wir das Geld nur verdienen, wenn wir natürlich auch Geld riskieren. Und diese Risiken, die müssen überschaubar sein. Wir brauchen einen klaren, konkreten Plan. Und erst wenn alles vorab definiert ist, erst dann können wir in dieses Wagnis eingehen, beziehungsweise dieses Risikogeschäft durchführen. Genauso ist es auch bei Gewinntrades. Bei Gewinntrades ist der größte Fehler, dass man sich auf einmal freut, kann sich natürlich freuen, aber dass man einfach übertreibt. Gewinne sind natürlich auch hoffentlich ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts und nicht nur Verluste. Letzten Endes müssen die Gewinne immer größer sein als die Verluste, um auch langfristig profitabel zu sein. Aber bei Gewinn ist das so, man sollte sich nicht allzu sehr abfeiern. Denn durch dieses Abfeiern entwickelt man einen Übermut, man hat eine gewisse Euphorie in sich, man verspürt eine gewisse Sicherheit, die meistens sogar nur Schein ist und geht. Gerade am Anfang ist das so. Das war bei mir auch so, dass es bei vielen Anfängern, die ich kennenlernen durfte, so geht, gewollt wird oder auch ungewollt höhere Risiken ein, weil man nun meint, es läuft auch gut und man hat eine Glückssträhne oder sonst was. Und das ist nicht so. Gerade bei solchen Gewinnphasen muss man einen Gang zurückschrauben und gucken, dass man dieses Kapital jetzt, dass das Kapital erhalten bleibt und das jetzt nicht wieder auf eine Karte setzt und im nächsten Moment wieder verspielt bzw. vertradet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Lasst die Kirche einfach im Dorf. Behandelt dieses Kapital oder diesen Gewinn als das, was es ist. Einfach nur eine Kumulation von Zahlen auf dem Konto. Und dann geht's weiter. Denn diese Euphorie, und das ist auch das große Problem an Motivation und Euphorie, ihr könnt die größten, motiviertesten, euphorischsten Menschen sein. Das wird euch kein Geld bringen. Das ist sogar teilweise ein Nachteil, wenn ihr mit so einer Euphorie, so einer Motivation an den Markt geht, aber noch gar nicht verstanden habt, worum es dort konkret geht. Deswegen seid nicht allzu euphorisch, schaut, dass ihr möglichst neutral seid, sehr rational, denn nur möglichst rationale Menschen haben die Vorteile am Markt und die euphorischen, brennenden, motivierten Menschen, Motivation ist gut, man muss sich natürlich auch motivieren, man muss sich auch ambitionierte Ziele setzen. Aber wenn man vor dem Rechner sitzt, muss man rationale, knallharte Entscheidungen treffen. Und Euphorie, irgendwelche Glücksgefühle oder starken Glücksgefühle, die können die Entscheidungsfindung definitiv beeinträchtigen. Und das möchte ich einfach nur dazu sagen. Möglichst seinen Pegel, seinen Motivationspegel oder seinen emotionalen Pegel auf ein neutrales Level bringen, bevor man tatsächlich dann einsteigt und dieses Geschäft betreiben möchte. Ich habe auf Instagram einen Aufruf gemacht und euch gefragt, welche Fragen denn ihr zur Motivation und zum Thema des Mindsets habt. Und auf diese Fragen möchte ich jetzt gerne eingehen. Und wenn du mir Fragen stellen möchtest, dann abonniere mich doch gerne auf Instagram. Erste Frage: Wie hält man seinen Plan diszipliniert ein, ohne ungeduldig oder nervös zu werden? Also erstens, wenn man einen Plan hat, eine konkrete Abfolge von Dingen, die man ganz klar einzuhalten hat, dann
kann es zwar langweilig werden, immer wieder dasselbe zu tun, aber Fakt ist, nervös ist man ja nicht, weil im Endeffekt man weiß ja, wie man auf jede Situation eingeht. Im Zweifelsfalle, wenn etwas passiert, weiß ich ja, was mich schlimmsten Fall erwartet. Und das ist auch schon der erste Punkt. Egal was du tust, hab immer einen Plan. Hab auf jede Antwort bzw. auf jede Reaktion des Marktes eine Antwort und definiere sie in deinem Plan. Was passiert, wenn alle Stricke reißen? Was passiert, wenn diese Sache oder dieser Trade gegen mich läuft? Was passiert, wenn er gut für mich läuft? Wie gehe ich damit um? Ohne einen konkreten Plan gibt es kein Handeln. Und Disziplin bei der Einhaltung des Planes, die muss sich jeder selber aneignen. Wer keine Disziplin aufweist, um einen klaren, konkreten Tradingplan einzuhalten, der hat sowieso an der Börse gar nichts verloren. Nächste Frage: Wie schaffst du es, so ruhig zu bleiben, auch wenn du so viele Kontrakte handelst? Es ist gerade mal ein Monat her, wo der Markt, vor allem die Aktienindizes, S&P, Nasdaq, DAX, massivst korrigiert haben. Und diese Korrektur haben wir sehr, sehr erfolgreich traden können. Es ging, glaube ich, 3 Tage lang so konsequent immer nur Short, Short, Short. Der Markt hat teilweise an einem Tag über 3-4% verloren. Und das hat wirklich Spaß gemacht, sich dort reinzustürzen, beziehungsweise sich in dieses Chaos reinzustürzen. Und ich habe dort meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Es waren tatsächlich 45 Kontrakte, die ich dort teilweise in einem Trade gehandelt habe. Mal waren es 30, mal sind es 35 pro Trade gewesen. Ich habe gescalpt. Ich habe an diesem Tag über 1000 Kontrakte umgesetzt. Gekauft und verkauft waren es nur 2000 und pro Trade teilweise 45 Kontrakte. Und ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich ist der Adrenalinrausch ein ganz anderer. Wenn wir uns da teilweise in Summen bewegen, von ein paar Tausend, ein paar Sekunden, die der Markt dann dementsprechend hin und her springt, das ist unglaublich. Aber Fakt ist, wenn man weiß, was man tut, ist es gar nicht mehr so überraschend. Denn was definitiv falsch ist, ist zu überhebeln, Risiken auf sich zu nehmen, Kontraktgrößen einzugehen, denen man nicht gewachsen ist. Und das ist ein Prozess, in dem man wächst. Das ist natürlich auch eine Kapitalfrage. Wie viel Kapital kann man überhaupt aufwenden, um ein solches Wagnis zu finanzieren, beziehungsweise solche großen Kontrakte zu handeln? Und man würde logischerweise nicht mit einem 50.000-Euro-Konto jetzt irgendwie 45 oder 50 Kontrakte handeln. Das wäre natürlich komplett überhebelt. Es muss natürlich auch zum Konto passen, zur Kontogröße, zum Risiko passen. Und dieses Risiko habe ich bewusst in Kauf genommen, weil ich auch dort einen Plan hatte, was passiert, wenn es denn komplett gegen mich läuft. Also man braucht immer eine Antwort, und diese Antwort muss man vertreten können. Also man muss tatsächlich dahinter stehen, hinter seiner Entscheidung. Man darf jetzt nicht einfach sagen, wie beim Pokern oder beim Casino, ich gehe jetzt einfach mal all in und gut ist, es ist nur ein Spiel. Davon hängt wirklich die finanzielle Existenz ab. Und da muss man sich seiner Entscheidung bewusst sein und man muss es auch vertreten können, wenn es halt gegen einen läuft. Und dadurch kommt auch die Ruhe, die Selbstsicherheit. Und gerade bei der Entscheidungsfindung muss man nicht allzu lange nachdenken. Wenn man sich hier sicher ist, dann drückt man ab. Wenn man nur den leisesten Zweifel hat, lässt man es einfach ganz sein. Wie schaffe ich es beim Trading in die Vogelperspektive zu kommen, beziehungsweise die Vogelperspektive zu bekommen und neutral zu bleiben? Neutral bedeutet, dein aktueller mentaler Status ist relativ ausgeglichen. Das bedeutet, du wirst weder allzu sehr mitgenommen, sollte es gegen dich laufen, du bist aber auch noch nicht allzu gehypt, wenn es jetzt super gut läuft. Es ist wie gesagt diese Waage, diese Ausgeglichenheit, die du brauchst. Du musst einfach balanced sein, ausbalanciert sein. Und diese Vogelperspektive, die bekommst du definitiv, wenn du einfach lange am Ball bleibst, eine gewisse Intuition aufbaust und vor allem auch viel auf die Mütze bekommen hast. Denn Fakt ist, Trading ist so ein Beruf, man muss erstmal vieles verloren haben, man muss erstmal viel gelitten haben, irgendwo auch, um dann einfach eine gewisse Neutralität zu bekommen, beziehungsweise zu verstehen, wie es unten riecht, um dann natürlich auch wieder hochzukommen. Also viele erwarten, man kommt jetzt an die Börse und ich hole mir jetzt einfach das ganze Geld, ich zwack mir das ganze Geld ab und dann gehe ich wieder. Kann man sein lassen. Trading ist ein Beruf, man muss erst in den Abgrund fallen, aus dem Abgrund muss man sich wieder aufraffen. Und wenn man das geschafft hat, sich aufgerafft hat, dann kommt eigentlich so die Erfolgsstrecke. Und dort fängt es dann auch an, so langsam Spaß zu machen, weil man jetzt versteht, worauf es ankommt. Die einzelnen Faktoren werden jetzt endlich ersichtlich und man sieht endlich Licht am Ende des Tunnels. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann hat man natürlich auch durch das, was man alles erlebt hat, es geschafft, diese Neutralität aufzubauen.
man ist einfach abgestumpft durch die ganzen auch negativen Ereignisse, die man in der Vergangenheit erleben musste. Und dadurch, denke ich, kommt man in die ultimative Perspektive, wo man einen Blick in die Märkte bekommt, den man so gar nicht hatte, weil die Märkte bzw. das Trading hat natürlich auch sehr, sehr viel mit der eigenen Mentalität zu tun und mit dem Mindset. Irgendwelche Tipps, wie man sich wieder motiviert bekommt, falls man mal in ein Loch fällt. Ich denke, das gilt nicht nur fürs Trading, das gilt, glaube ich, für alle Lebensbereiche, zumindest bei mir. Egal wie unmotiviert man ist, am Ende hat man immer einen Grund weiterzumachen. Man hat immer eine Vision und das empfehle ich jedem. Malt euch einfach aus, wo ihr stehen möchtet. Und wenn ihr ein eigenes Bild, ein Eigenbild gemalt habt und euer Leben euch vorgestellt habt, wie es im Optimalfall sein wird, vielleicht auch, ja, was ihr jetzt kurzfristig, mittelfristig anstrebt, was euch eine Menge Freude bereiten würde, das sind natürlich auch die Dinge, die euch wieder vorantreiben bzw. antreiben, wenn es mal nicht so läuft. Und wenn ihr in ein Loch fallt, schaut, dass ihr nicht weitergräbt. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil viele. Auch im Trading, wenn jetzt ein großer Verlust realisiert wurde, ist man schon in diesem Loch. Und was die meisten machen, ist, dass sie einfach weitergraben und sich noch tiefer buddeln, indem sie einfach weiter traden und im Endeffekt später alles verloren haben und vor dem Ruin stehen. Und das ist halt diese fast schon Selbstverstümmelung. Warum macht man sowas? Wenn man schon merkt, etwas stimmt nicht, man sitzt schon an einem Loch, dann sollte man nicht weiter auf sich selber eintreten oder sich weiter kaputt machen, das Loch weiter buddeln, sondern Lösungen finden, wie man jetzt das möglichst Beste aus der Situation rausbekommt. Und selbst wenn es aussichtslos erscheint, denke ich mir immer, es gibt keinen Grund zu sterben. Es gibt immer keinen Grund zu sterben. Man hat jetzt vielleicht einen finanziellen Schaden erlitten oder einen mentalen Schaden, wenn es irgendwas im Privatleben ist. Aber auch dort kommt man wieder raus, auch dort kommt man wieder hoch. Solange man sich nicht mit irgendwelchen Unterwelt-Titanen angelegt hat oder mit irgendwelchen anderen Dingen, braucht man keine Angst haben. Es gibt einfach keinen Grund, warum man denn großartig jetzt depressiv sein muss. Schaut einfach nur, dass man das, was man jetzt im Endeffekt verbockt hat, wieder gut macht. Und wenn man in diesem Loch drin ist, wenn man am mentalen Abgrund ist, jetzt nicht weitermacht, sondern sich einfach wieder aufrafft, mal eine Nacht drüber schläft, mal was anderes tut, sich einfach wieder motiviert, sich wieder aufbaut, zum Sport geht oder sonst was. Und dadurch, denke ich, kommt man auch wieder in ein langsames Momentum nach oben. Nächste Frage. Wenn man Angst vor dem Klicken hat, was soll man tun? Beziehungsweise was sollte man tun, wenn man Angst hat, abzudrücken? Das ist natürlich jetzt der Bezug auf das Trading, sonst hat ja natürlich niemand Angst, jetzt eine Maus zu klicken. Hier geht es natürlich darum, was, wenn man wirklich die Angst hat, jetzt endlich zu klicken, um einen Trade einzugehen. Und ich höre das wirklich sehr, sehr oft, dass viele einfach Angst haben, in einen Trade einzugehen und letzten Endes abzudrücken. Und dort muss man ganz klar sagen, dann weiß man einfach nicht, was man tut. Beziehungsweise man hat eine so starke Unsicherheit aufgebaut, wenn man sich schon in diesem Bereich sieht oder wenn man schon in dem Bereich ist, dass man einfach Angst hat, letzten Endes abzudrücken, dann sollte man sich wirklich mal hinterfragen, was man da überhaupt tut. Denn wenn man rational den Markt analysiert hat, ein Setup gefunden hat, die Bestätigungen passen, es ist immer nur eine reine Abfolge von Informationen bzw. Bestätigungen, die einfach passen müssen. Und dann letzten Endes konvertiert man das Ganze zu einer Handelsentscheidung. Entweder gehe ich ein oder ich gehe es nicht ein, mit vielen anderen Parametern, die dazugehören. Und da ist es einfach so, wenn man einfach Angst hat zu klicken, dann hat man davor diesen ganzen Filterprozess noch gar nicht durchlaufen. Man hat die ganzen Informationen nicht richtig verarbeitet, man hat vielleicht auch kein Setup gesehen. Man denkt sich einfach, was mache ich da jetzt? Oder man hat einfach so eine Unsicherheit in seinem eigenen Trading, dass man selber nicht weiß, was man tun soll. Und da muss ich auf jeden Fall einfach sagen, wenn man diese Angst hat, einfach mal 2 Schritte zurückgehen, Research betreiben, den Markt mal beobachten, simulieren. Bevor man jetzt überhaupt klickt und real tradet, beobachtet man den Markt einfach nur live am Markt und stellt sich einfach vor, was man jetzt tun würde. Man visualisiert sich, was würde man jetzt am liebsten tun? Wo wäre man jetzt bereit, tatsächlich zu klicken? Man klickt aber nicht. Und danach stellt man sich vor, wo würde der Markt jetzt sehr wahrscheinlich hinlaufen oder wo würde ich ihn jetzt sehen und was wäre jetzt der Optimalfall? Und danach beobachtet man das weiter und dann guckt man, wie der Markt gelaufen wäre. Und wenn man dann später einen Tradingplan erstellt hat auf Basis des Research, wo man dann auch klare Setups hat, klare Bestätigung hat, den Markt richtig analysieren kann, dann kommt die Sicherheit von alleine. Dann weiß man, wann man abzudrücken hat und wann nicht. Wenn man Angst hat vor dem Klicken,
ist man nicht so weit. Zwei Schritte zurück, nochmal von vorne anfangen und wenn man dann einen klaren Plan hat, wenn man Setups hat, Bestätigung hat, dann erst kommt der Prozess, wo man überhaupt klicken darf. Und selbst wenn man dann später trotzdem Verlust gemacht hat, guckt man sich das Szenario an. Wenn man alles nach seinen Regeln gemacht hat, hat man trotzdem alles richtig gemacht. Und da bleibt trotzdem die Sicherheit und dann macht man das weiter und weiter und weiter. Und irgendwann wird man keine Angst mehr vor dem Klicken haben, denn irgendwann gehen die Setups auf. Nächste Frage, wie diszipliniert man sich im Drawdown noch rational zu bleiben? Was macht man, wenn man in einem Drawdown ist? Da habe ich ja bereits vorhin ein bisschen was zu gesagt. Traden sein lassen. Wenn man den Punkt erreicht hat, wo es einen kränkt, wo es einen schmerzt, wo es einen emotional packt, sofort die Finger weg. Und bevor man überhaupt erst zu diesem Punkt kommt, ein klares Regelwerk aufstellen. Welchen Betrag kann ich mir leisten zu verlieren? Wo ist die Schwelle? Wo ist mein Drawdown? Bis wohin läuft der Markt und dann nicht weiter der Verlust? Und danach ist Schluss. Wenn man schon diese Schwelle erreicht hat, ohne einen klaren Betrag zu haben, den man vorab definiert hat, dann hat man sich auch dort wieder nicht an seinen Plan gehalten. Und wie man dort rational bleibt, indem man es einfach sein lässt, sich einfach ganz klar einredet, wenn du jetzt so weitermachst, bist du ein Vollidiot. Denn du wirst jetzt alles verlieren, Stück für Stück, was du hast, wenn du mit diesem Konzept genauso weitermachst. Und da muss man einfach seinen eigenen Lauf unterbrechen. Man darf nicht in diesen Strudel reinkommen, aufstehen, weggehen. Danach kommt die Rationalität, beziehungsweise man hinterfragt das Geschehene und dann muss man Antworten darauf finden, was man jetzt letzten Endes fabriziert hat. Und dann schaut man, dass man wieder einen klaren Gedanken fängt und letzten Endes dann plant, wie man weiter fortfährt. Aber auf keinen Fall weitermachen, wenn es schon zu spät ist. Man gräbt sich immer weiter und weiter ein. Nächste Frage, wie mit Verlusttagen umgehen? Bei wie viel Prozent Verlust am Tag hörst du auf zu traden? Verluste gehören zum Trading dazu. Auch ich habe Verlusttage, jeder hat Verlusttage, jeder Trader hat Verlusttage. Es gibt keinen Trader, der jeden Tag im Gewinn abschneidet. Das ist Märchen. Und bei wie viel Prozent höre ich auf? Ich binde das Ganze oftmals an mein Tagesziel. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Tagesziel habe von $1.000, $1.500, $2.000 oder $500, mal weniger, mal mehr, dann sage ich mir, okay, ich möchte jetzt die Hälfte von meinem Tagesziel als Drawdown haben oder vielleicht Tagesziel ist gleichzeitig auch der Drawdown. Aber meistens habe ich dieses CRV von 2:1. Das Doppelte von meinem Drawdown, der die Drawdown möchte ich als Tagesziel haben. Wenn ich jetzt beispielsweise $1.000 anstrebe, habe ich $500 Drawdown und das ist auch überschaubar. Man hat $1.000 Drawdown, wo man sich dann einfach sagt, wenn diese Kennzahl erreicht ist, ist Schluss. Und dort muss man dann auch einfach aufhören. Ich habe damals eine Software programmiert, die mir ziemlich gut dabei geholfen hat. Die Software existiert immer noch, die entwickeln wir gerade weiter. Das ist ein Trading-Assistent, die managt dein komplettes Trading. Alle Trades, die du eingehst, werden automatisch rausgeholt. Und wenn die Plattform merkt, dass du deinen Drawdown erreicht hast, dann wird der PC automatisch heruntergefahren. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, meinen Drawdown einzuhalten, weil danach konnte ich sowieso nichts mehr machen. Die Kontrollfunktion wird komplett deaktiviert und das Ding ist einfach nur noch runtergefahren, sodass ich einfach nicht mehr meine Regeln brechen konnte. Und das sollte man auf jeden Fall tun, dass man sich nicht immer sagt, den Tagesverlust, den muss ich jetzt nochmal verkrampft reinholen. Ich muss den Tag unbedingt im Gewinn abschließen. Ich muss den Verlust unbedingt wieder reinholen. Tut es nicht. Oftmals führt das zu noch gravierenden Fehlern. Lasst den Tag gut sein, wenn der Markt nicht will, wenn die Marktkonditionen nicht stimmen, macht Feierabend. Das gehört dazu. Nicht jeder Markt ist immer unbedingt passend. Verluste sind Teil des Geschäfts. Nächste Frage. Wie vertraut man in seine eigenen Trades, um nicht zu früh auszusteigen? Das ist eine sehr interessante Frage und ich habe mich das auch ziemlich oft gefragt. Wie kriege ich die perfekten Trades hin? Wie kann man immer den tickgenauen Einstieg und den tickgenauen Ausstieg treffen? Letzten Endes sind es die wenigsten Trades, die den perfekten Ein- und den perfekten Ausstieg beinhalten. Und ich ärgere mich mittlerweile gar nicht mehr drum. Wenn ich tatsächlich ausgestiegen bin mit $1.000, $500 und der Trade ist danach $4.000 gelaufen, dann ärgert man sich vielleicht zwar, aber das sollte man nicht. Am Ende sollte man trotzdem stolz sein, dass man jetzt einen Gewinn realisiert hat. Man darf auch nicht zu gierig sein und dem Hinterhertrauen bringt sowieso nichts. Man kann die Trades nicht rückgängig machen. Man nimmt es einfach so hin und schaut, dass man die nächsten Möglichkeiten einfach realisiert. Denn Fakt ist, beim Punkt des Ausstiegs gab es immer einen Grund,
warum man ausgestiegen ist. Man hat etwas gesehen, was einem nicht gepasst hat. Man hat etwas gesehen, was vielleicht gegen einen gesprochen hat. Und man möchte einfach sein Kapital schützen, dass man dort einfach rausgeht. Und wenn man diese Entscheidung dann trifft, dann braucht man dem nicht hinterher zu trauern. Denn genauso, wie er dann nach oben weiter durchgelaufen ist bei einem Long Trade, hätte er an diesem Punkt, wo man vielleicht überlegt hat, rauszugehen, ihn aber trotzdem weiterlaufen lassen hat, könnte auch wieder gegen einen laufen und vielleicht einen ausstoppen. Da würde man rumheulen, warum ist man da oben nicht raus? Und es wird immer diese Trades geben, wo man sich denkt, geil, wie schön, dass ich da oben rausgegangen bin, der wäre jetzt voll gegen mich gelaufen. Und auf der anderen Seite denkt man sich, warum habe ich den jetzt nicht weiterlaufen gelassen? Das wäre jetzt das Drei-, Vierfache von meinem, was ich jetzt gerade realisiert habe. Deswegen nicht hinterher trauern, einfach abschreiben und weitermachen. Nächste Frage: Gibt es Tage, an welchen du keine Motivation hast? Wenn ja, was tust du dann? Ich glaube, jeder Mensch steht mal mit dem linken Fuß auf oder ist nicht allzu motiviert oder natürlich steht man nicht auf und ist die Energiequelle schlechthin, hat vielleicht am Vortag ein paar schlechte Trades gemacht, ist vielleicht noch ein bisschen deprimiert. Es gibt immer Tage, wo es halt ein bisschen stressiger ist oder man Termine hat, auf die man keinen Bock hat. Und am Ende muss man einfach ein Hobby haben oder eine Leidenschaft für etwas haben, was dann wieder einen aufbaut. Bei mir ist es Trading. Trading macht mir einen Heidenspaß, wenn ich mich dann wenn ich zum Office komme, mich an den Rechner setze, die Märkte beobachte, mit meinen Mitarbeitern hier programmiere, beispielsweise Algos programmiere, wie neue Ideen, Konzepte aufbauen, neue Lektionen aufzeichnen oder YouTube-Videos wie dieses hier, macht es natürlich auch wieder eine Menge Spaß und bringt mich natürlich auch wieder auf klare Gedanken. Ich gehe gerne zum Sport, lenke mich ab, lese vielleicht ein gutes Buch, schaue mir einen tollen Film an. Das sind so Sachen, die mich wieder von diesen ja, chaotischen Dingen ablenken. Und dann geht es weiter. Und wenn es halt darauf bezogen ist, was passiert, wenn man dann wirklich mal einen schlechten Tag hatte, in Bezug auf das Trading, ein schlechtes Ergebnis realisiert hat, dann muss man damit einfach abschließen. Man muss einsehen, das ist Teil des Geschäfts. Mal gewinnt man, hoffentlich öfter als man verliert. Und mal verliert man. Und nach jedem Winter kommt dann auch mal der Sommer. Und so muss man das Leben sowieso sehen. Die nächste Frage, auch sehr interessant: Was muss ich tun, um dein Mindset zu bekommen? Ich denke, du möchtest mein Mindset gar nicht bekommen. Man kann durchaus vieles lernen, aber am Ende wird man niemals eine Person kopieren oder nachmachen können. Auch ich damals habe mir viele Motivationen durch andere Persönlichkeiten geholt, aber verstanden, relativ schnell verstanden, man wird eine Person niemals kopieren können. Das geht nicht. Und das Einzige, was man macht, man adaptiert vielleicht gewisse Gewohnheiten, die man dann selber umsetzt, aber am Ende baut man eigentlich nur die eigene Version auch von sich selbst. Und das ist das, was ich eigentlich immer möchte oder die Trader, die jetzt beispielsweise von mir lernen, dass sie einfach durch ihre eigenen Erfahrungen, ob positiv oder negativ, ein eigenes Mindset aufbauen, selber durch den Prozess laufen, möglichst auch die Fehler, die ich jetzt praktisch gemacht habe, nicht selber wiederholen. Und am Ende soll man einfach nur die beste Version aus sich selbst werden. Es gibt viele Trader, die von mir das Trading lernen, aber eine viel größere Lebenserfahrung haben, weil sie auch viel älter sind als ich, bin ja auch noch relativ jung, ich lerne dazu, von denen ich sehr, sehr viel lernen kann. Von vielen erfolgreichen Unternehmern, vielen aber auch Arbeitnehmern, die einen ganz gewöhnlichen Job verfolgen. Auch von denen kann man eine Menge lernen. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ich habe die Expertise im Trading, während viele andere Menschen mir noch eine Menge Sachen beibringen können. Und ich lerne auch sehr, sehr gerne von solchen Menschen. Und am Ende sollte man einfach nur auf sich selber schauen und auf sein eigenes Mindset, dass dieses stimmt. Und man sollte nicht unbedingt versuchen, eine Person zu kopieren oder nachzumachen. Am Ende bringt das sowieso nichts. Und die letzte Frage: Wie schaffst du es, nicht gierig zu werden? Und die Frage kann ich dir in einem einzigen Satz beantworten, weil ich es schon war. Ich war gierig und ich habe meine Lektion gelernt. Wenn du gierig wirst, wird es wehtun. Und ich war gierig, ich wollte mehr, mehr, mehr. Und genau das ist dann der Punkt, wo man anfängt, alles zu verlieren. Wenn man einen guten Gewinn realisiert hat, dann muss man auch einfach Feierabend machen. Oftmals denkt man sich, ich möchte weitermachen, es läuft gut, ich möchte das, was ich in einem Monat verdiene, jetzt heute verdienen, ich will ja heute schon die Million machen. Und durch dieses mehr, mehr, mehr wird eigentlich immer weniger, weniger, weniger vom Kapital. Und das habe ich gelernt. Einfach Schluss machen, wenn es am besten ist. Denn viele Trader machen einfach weiter, obwohl es technisch nicht mehr passt. Der Markt hat sich schon verändert. Man handelt jetzt in einer ganz anderen Session. Die Begebenheiten oder Marktkonditionen haben sich natürlich auch verändert. Und das sind dann auch die Trades, wo man dann seine Gewinne abgibt. Und dann ist man plus minus null. Dann gibt es einen Verlust. Dann will man den Verlust wieder reinholen, möchte natürlich auch den Gewinn reinholen, den man wieder verloren hat. Und dann nimmt der Teufelskreis eigentlich seinen Lauf.
Und das ist eigentlich der Anfang vom Ende. Deswegen einfach mit dem zufrieden sein, was man hat. Wenn es am Markt nicht passt, dann soll man nicht weiter rumdrücken, sondern einfach den Tag beenden und Feierabend machen. So viel zum Punkt der Gier. Denn Fakt ist, und bitte merkt ihr das, während die Verluste linear anwachsen, steigt der Ertrag, den man praktisch realisieren muss, um diesen Verlust wieder gut zu machen, exponentiell. Und wenn du einen 50-prozentigen Verlust erleidest, brauchst du 100% Rendite, um deinen Verlust wieder gut zu machen. Wenn du 80% deines Kontos verlierst, musst du 400% Rendite erwirtschaften, um den Verlust wieder gut zu machen. Deswegen schau, dass du dein Kapital erhältst, verlier kein Geld. Warren Buffetts Regel Nummer 1, Kapitalerhalt ist alles und im zweiten Schritt kommt dann die Kapitalvermehrung. Zu guter Letzt ein Tipp von mir, bilde dich weiter, lies viele Bücher, ob es Mindset ist, Persönlichkeiten, Biografien von tollen Persönlichkeiten, lass dich motivieren von diesen Persönlichkeiten und wenn es dann ums Trading geht, lass dir nicht so viele Flöhe ins Ohr setzen, zieh dein Ding durch, mach's richtig. Wenn du es einmal richtig machst, musst du es nicht 30 Mal wiederholen. Und in zweiter Linie empfehle ich dir, mach einen Plan in allen Lebensbereichen. Ob es denn der Tradingplan ist, ob es denn dein Zukunftsplan ist, deine Vision, wo siehst du dich in einem gewissen Zeitraffer schau, dass du auf deine Ziele hinarbeitest. Dreh dich nicht im Kreis, sondern beweg dich immer vorwärts. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und wenn du Fragen an mich hast, gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag.